meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu der April-Ausgabe vom SVP Luzern TV. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Noch immer gibt die Masseneinwanderungsinitiative recht zu reden. Vor allem die Auswirkungen auf die Wirtschaft werden im Moment stark betont, Franz. Kürzlich war zu hören und zu lesen, dass eine grosse Firma die Schweiz verlassen hat, nach dem 9. Februar wegen der Initiative. Es ist ja jetzt dann rausgekommen, dass das alles mehr oder weniger erstunken und erlogen war. Ist die Masseneinwanderungsinitiative wirklich so schlimm, müssen die Leute Angst haben? Also es vergeht tatsächlich kein Tag, fast kein Tag, wo nicht Medien, und zwar querbeet, schreiben, wie schädlich dass die SVP-Masseneinwanderung, sie sagen immer noch, eine SVP-Masseneinwanderungsinitiative. Dabei ist es ein Volksentscheid, wo Massen, eben nicht Masseneinwanderungsinitiativen, nicht mehr einfach nur die SVP gemacht hat, sondern die Schweizer Volk hat ja auch gesagt, 17 Kantone haben ja auch gesagt. Und jetzt vergeht also eben kein Tag, ohne dass da nicht über die sogenannten angeblich negativen Folgen wieder irgendeine neue Geschichte zum Hut auszaubert wird. Es ist nicht nur die Firma Weatherford, die ist sehr markant. Also in den Morgennachrichten vom Schweizer Staatsradio ist berichtet worden, wie die Rohstoffhandelsfirma Weatherford wegen der SVP-Masseinwanderungsinitiative entschieden hat, die Schweiz zu verlassen. Eine Firma mit 60'000 Mitarbeitern. Also wenn man das einfach so gehört hat, hat man wirklich den Eindruck gehabt, dass da quasi 60'000 Leute das Land mehr oder weniger verlassen wegen dieser Initiative. Die Realität, die ist dann aber relativ schnell und die Worte rausgekommen. Nämlich, die Firma hat in der Schweiz ein paar Dutzend Mitarbeiter, also da sind nicht 60'000 Mitarbeiter in der Schweiz. Sie hat gemäss NZZ letztes Jahr einen Verlust gemacht von weit über 300 Millionen US-Dollar. Ist in der Schweiz sogar gebüßt worden im 2011 von der Börsenaufsicht und ist von den Bermudas in die Schweiz gekommen und zieht jetzt von der Schweiz weiter nach Irland. Und die Gründe, die das Unternehmen selber angegeben hat in einer Medienmitteilung, die sind alles andere als auf die Masseneinwanderungsinitiative zurückzuführen. Es sind zwei Gründe angegeben worden, nämlich die Unternehmenssteuerreform 3 als ein Grund und der zweite Grund ist die verschärften Vorschriften für Rohstoffhandelsfirmen. Also das sind die wahren Gründe und gesagt wurde, ist etwas ganz anderes. Also da sieht man, wie man das muss gründlich jeweils auch hinterfragen und dass man da einfach in dieser Polemik nicht Glauben schenken darf. Auch die Schaffhauser Firma, die genannt wurde, wo die Schweiz werde verloren wegen der SVP-Masseinwanderungsinitiative, die hat schon vor dem 9. Februar bekannt gegeben, dass sie werde die Schweiz verloren. Also auch da Polemik, die jetzt probiert wird, im Nachgang den Leuten suggerieren, dass das im Land Schaden zufügen. Also bei solcher tendenziöser Berichterstattung durch unser gebührenfinanziertes Staatsradio muss sich das SRF ja nicht wundern, dass die Volksinitiative, die Billage abschaffen will, jetzt kommt. Also die junge SVP hat das übrigens auch unterstützt, zusammen mit den Jungfreisinnigen. Das wird hoffentlich einen gewissen Druck aufsetzen, weil es ist ja unglaublich ein Staatsradio, das derartige Propaganda verbreitet. Ja, es ist nicht nur das Radio. Jetzt haben wir gerade gestern den Fall von der Rundschau, die ganz einseitig berichtet hat zu dieser Grippenabstimmung. Ich habe mich sehr gefreut. Ueli Maurer hat sich gut gewusst zu wehren und hat das wirklich sehr direkt auch klargestellt. Aber es zeigt einfach, wie tendenziös die Berichterstattung zum Teil ist. Und wenn man das nicht kritisch hinterfragt, ist es natürlich so, dass man dann halt plötzlich auch könnte sich eine Meinung bilden aufgrund von solchen Berichten. Was jetzt auch zu grossen Diskussionen geführt hat, ist die Vox-Analyse. Die Analyse, die das Abstimmungsverhalten der Leute analysiert hat. Und da ist ja angeblich rausgekommen, dass die Stimmbeteiligung bei den Jungen so skandalös tief war, nur 17%. Jetzt sind die Professoren gekommen und haben festgestellt, dass in den einzelnen Kantonen, wo man es wirklich weiss, die Stimmbeteiligung viel höher ist. Und wegen dieser verbreiteten tiefen Stimmbeteiligung sind schon Massnahmen gefordert worden, sogar vom Bundesrat Didier Burkhalter, der das Stimmrechtsalter 16 will. Sogar E-Voting ist jetzt wieder ins Gespräch geführt worden.
Nützen die Programme, gerade E-Voting, was umstritten ist, ist das jetzt der richtige Weg, um das Abstimmungsverhalten der Jungen wieder zu aktivieren? Also das E-Voting ist interessant, kommt immer wieder aufs Tapet und es gibt Politiker, die die Meinung haben, dass wenn wir elektronisch abstimmen können, dass dann A, ein anderes Zielpublikum, nämlich die Jungen vermehrt abstimmen und sie meinen auch vor allem, dass es, weil es vielleicht noch etwas schneller oder bequemer sein sollte, dass es überhaupt der Stimmbeteiligung zusätzlich hilft. Aber wenn man das aus einer demokratischen Sicht anschaut, dann muss man sagen, das E-Voting ist etwas ganz Gefährliches. Und ich erlebe ja das, ich bin ja ein IT-Telekommunikationsunternehmer und wenn man heute sieht, was weltweit abgeht, auch in der Schweiz abgeht, wenn man jetzt die neuesten Attacken wieder gesehen hat von dem sogenannten Heartbleed-Virus, wo man also Verschlüsselungstechnologien, die seit Jahren als quasi unknackbar gelten, hätte können knacken, dass das schon seit 2 Jahren kann gemacht werden, aber erst jetzt offengelegt worden ist, dass das dazu geführt hat, dass weltweit Hunderttausende von Passwörtern haben können knackt werden, von E-Mail-Accounts haben können knackt werden, von E-Banking-Zugriffsgüten haben können knackt werden, dann muss man einfach sagen, dann zeigt das, dass auch ein E-Voting knackbar ist und wenn man sich das vorstellt, was das für ein Land, was das für eine Demokratie bedeutet, nämlich, dass Abstimmungen können manipuliert werden und wir haben jetzt gesehen, wie knapp die Abstimmungen zum Teil ausgehen können, dann muss ich sagen, da vertraue ich in einem Urnenbüro, wo Schweizer halt noch die Stimmzettel auszählen, ganz einfach mehr und vor allem ist das Manipulationsrisiko viel kleiner. Also die Forderung, dass man das jetzt mit dem E-Voting verknüpfen will, die finde ich völlig deplatziert. Sie wird das Ziel verfehlen und es ist ein ganz grosses Risiko und eine Gefahr für unsere direkte Demokratie. Die direkte Demokratie und generell die Privatsphäre der Bürger ist durch das BÜPF. Damit würden wir auch zu einem nächsten wichtigen Brocken überleiten. Ebenfalls gefördert, wir haben es schon mehrfach in unserer Sendung betont. Das BÜPF ist jetzt auch durch die Rechtskommission vom Nationalrat. Der Ständerat hat ja das Bundesgesetz zur Überwachung von Post- und Fernmeldewesen schon durchgewinkt. Jetzt ist das Referendumskomitee ja ziemlich sich am Bilden. Es tut sich eine breite Allianz von überparteilichen Kräften langsam in die Startlöcher begeben. Wir beide sind dort auch vorne dabei. Könntest du mal kurz über den neuesten Stand der Dinge und was weiter geplant ist, informieren? Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Die Vorlage von dem, ich sage dem, die staatliche Überwachung, also der Name sagt es ja, Bundesgesetz zur Überwachung vom Post- und Fernmeldeverkehr, die ist jetzt im Ständerat durch, kommt jetzt im Juni, so wie es aussieht, in Nationalrat hier. Und wir sind dran, ein überparteiliches Komitee zu bilden. Am 10. Mai wird die junge SVP hoffentlich, und ich bin überzeugt, sie wird es machen, den Lead übernehmen und das Referendum beschliessen gegen das BÜPF, wenn es im Nationalrat alles hätte durchgewunken werden. Von dem aus ist leider zu gehen. Ist leider geht man davon aus, weil im Nationalrat, wie auch im Ständerat, es gibt einfach zu wenig Politiker, die sich mit diesen Themen, die aber jeden Bürger betrifft, jeder hat heute ein Handy, jeder hat heute ein E-Mail und die Überwachung, die geht ganz tief in die Privatsphäre hin. Und ich glaube, es wird durchgewunken und werden dann also die Parteien, allen voran dann auch die junge SVP, eben den Lead übernehmen und dort das Referendum ergreifen. Am 31. Mai wird in Bern auf dem Bundesplatz eine Demo stattfinden. Auch dort ist das Ziel, dass man die Öffentlichkeit probiert zu sensibilisieren, aufzuwecken, dass die Leute merken, was da vor sich geht. Ich bin ja sonst nicht Fan von der EU, aber jetzt in diesem speziellen Fall muss ich jetzt also mal sagen, hat also die EU ein wegweisendes Urteil gefällt, nämlich sie hat der Vorratsdatenhaltung eine Absage erteilt. Das Gericht hat entschieden, dass man das also nicht darf.
auf Vorrat E-Mail auf die Seite legen, während 6 oder in der Schweiz will man es sogar jetzt auf 12 Monate tun. Währenddem das die EU abschafft, gehen wir in der Schweiz gerade in die gegenteilige Richtung, dass man jetzt will, von allen Bürgern, egal ob ein Verdacht vorliegt, egal ob es also von jedem Bürger einfach 12 Monate alles gespeichert wird, Staatstrojaner, die man einbringen darf. Und ich erachte es als ein ganz kritischer Moment, der jetzt kommt, und jetzt müssen wir das bekämpfen. Und da freut es mich, dass jetzt in den nächsten Monaten da sehr viel passiert. Sind ja auch schon die ersten Treffen sich jetzt am Auskristallisieren, wo die verschiedenen Kräfte zusammenkommen. Und dann müssen wir ja relativ schnell bereit sein. Dann muss es ein Referendum geben. Das bedeutet innerhalb von 3 Monaten 50'000 Unterschriften. Ist absehbar, dass wir hier die Allianz zusammenbekommen? Es ist so, 3 Monate 50'000 Unterschriften. Und das ist eine grosse Anstrengung. Die kann man, das verlangt, dass wir hier wirklich breit abgestützt können, mobilisieren. Über die letzten Monate haben zahlreiche Unternehmer, die in dieser Branche arbeiten, gesagt, sie helfen mit. Verbände haben gesagt, sie werden mitmachen. Parteien, vor allen voran die Jungparteien, die da bereit sind, wirklich in die Hose zu steigen. Und ich habe das Gefühl, es könnte gelingen, aber es ist viel Ambition hinter dem Ziel. Da müssen wir dann sicher stark mobilisieren, oder? Es wird jetzt ich denke, da kann man schon mal ein bisschen verraten, auch in allen Haushaltungen ja ein Bericht drin sein, in unserem Kurier, wo wir jetzt nach Ostern verschicken. Also die Leute werden langsam informiert, auch durch die Debatten, die wir jetzt lancieren müssen, weil sonst geht es ja einfach unter den Tisch. Wir wollen auch die Abstimmungsvorlagen vom 18. Mai noch betonen, weil es da doch auch um einiges geht. Sicher für uns wichtig ist die Auswirkung, die der Grippenkauf wird haben. Der wird jetzt querbeet, vor allem von linken Medien, immer wieder abgeschossen, der Grippen. Es geht auch ein bisschen darum, dass man den Ueli Maurer destabilisieren will. Um was geht es beim Grippen? Warum ja? Ja, man kann es relativ kurz sagen. Also die Schweiz setzt seit in der Verfassung auf eine bewaffnete Neutralität. Das setzt voraus, dass wir unser Land in der Lage sein müssen, selber zu verteidigen. Zudem gehört auch den Luftraum zu schützen. Und wenn wir das glaubwürdig machen will, brauchen wir eine Luftwaffe, und die Luftwaffe braucht Flugzeuge. Der Gripen ist zahlbar für die Schweiz. Und ich bin überzeugt, dass wenn man Nein sagt zum Grippen, dann sagt man auch Nein zur Armee, dann sagt man aber auch Nein zu einer Armee, die in der Lage wäre, die Schweiz zu verteidigen. Und von dem her gesehen, hoffe ich und zähle auch fest darauf, dass es uns gelingen wird, dass eine Mehrheit vom Schweizer Volk wird sagen, jawohl, wir stehen weiter zu unserem Land, wir stehen weiter zu unserer Armee und wir sagen Ja zu einer Luftwaffe und damit auch zum Grippen. Die Kosten werden von linker Seite immer wieder ins Gefälle geführt. Der Gripen sei zu viel teuer. In den nächsten 30 Jahren 3 Milliarden und nochmal so viel für einen Unterhalt. Ist das nicht eigentlich angemessen für Flüger, die ja angeblich niemand brauche, aufzuwenden? Also der Bundesrat Ueli Maurer hat das sehr bildlich dargestellt. Pro 100 Franken, die der Staat pro Jahr ausgibt, sind das 15 Rappen. Wo das kostet, auf 30 Jahre rausgesehen. Und ich meinte, das ist ein vertretbarer Aufwand für die Sicherheit von unserem Land. Und mit Sicherheit ist es eine kostengünstige Lösung, wenn man es vergleicht mit den anderen Flugzeugtypen, die hier noch evaluiert worden sind. Nein, ich glaube, so viel muss uns das Land und die Sicherheit von diesem Land wert sein. Unsere Kantonalparteien die auch Nein zu den Mindestlohninitiativen der Gewerkschaften gesagt. Die Initiative sieht vor, einen Mindestlohn von 22 Franken in der Stunde, 4'000 Franken im Monat. Um was geht es denn bei dieser Initiative? Schadet die im Wirtschaftsstandort Schweiz? Oder wie ist die jetzt beurteilen? Mit Sicherheit. Also ich hoffe hier auch ganz fest, dass die abgelehnt wird, die Wirtschaft. Tut nicht nur die Wirtschaft gefördert. Man muss sehen, wenn wir 4'000 Franken Mindestlohn hätten, ist das ein Lohn, der mehr als doppelt so hoch ist, wie man das im EU-Raum hat. Es würde zusätzlich einen Anreiz schaffen, wieder auf die Einwanderung, also dass noch mehr Leute in die Schweiz arbeiten wollen, wenn man 4'000 Franken bekommt. Es wäre auch unfair gegenüber all den Leuten, die einen Beruf gelernt haben oder
gegenüber denen, die kennengelernt haben, wenn einfach jeder 4'000 Franken bekommt. Nein, es ist eine sozialistische Vorlage und die muss man einfach verwerfen und ich hoffe, sie werden verworfen. Damit uns die linken Initianten nicht noch ein weiteres faules Ei legen, tun wir doch jetzt ganz symbolisch einmal, auch ein bisschen zum Abschluss von unserer heutigen Sendung, ein schönes Eiertutschen machen. Es ist ja Ostern, genau. Es ist passend zu den Ostern. Wir haben hier ein SP und ein Juso-Ei. Ich nehme an, ich weiß nicht, ob wir sie essen, ob es faule Eier sind oder nicht, aber es werden sicher Bio-Eier sein, nehme ich an. Oder? Ich denke, es ist auch kein Gentech. Wir schauen doch mal, ob die Juso oder die SP gewinnt. Eigentlich kann ja niemand gewinnen. Testen wir es doch einfach gerade mal. Ich deutsche doch mal die SP. So. Unentschieden. Beide sind gleich schädlich für die Schweiz. Das wäre es gewesen, meine Damen und Herren, beim SVP Luzern TV. Wir wünschen Ihnen von Herzen ganz eine schöne und erholsame Osterzeit. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.